Willkommen zurück zu Anno 2205. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ja, wir haben es geschafft, unsere ersten Wissenschaftler in die Arktis zu locken. Ja, sie können natürlich aufsteigen. Das werden wir jetzt hier auch weiterhin tun. Das hat man in der letzten Folge unterbrochen gehabt, damit wir das hier gemeinschaftlich nochmal erleben können. Wir haben jetzt hier, genau, wir haben genug Leute. Wir haben genug Energie. Wir haben gerade sogar gut Überschuss an Geld. Und hier kommt auch Ware rein. Das können wir zwar immer noch nicht herstellen. Ich muss mal gucken, weil wir haben hier jetzt hier zusätzlich noch die Wissenschaftler bekommen. Gefrierraum. Okay, das können wir alles erst herstellen, wenn wir dann genug Wissenschaftler haben. Und dafür brauchen wir 250 Plasmaschmelzer. Okay. Superlegierung. Achso, dafür braucht er beides. Gut, okay. Ich gehe nochmal ganz kurz hier oben hin. Weil... hier oben hat man nämlich diesen Molybdäm, was auch immer. Ich kriege es gerade wieder nicht ausgesprochen, aber es ist ja nichts Neues. Und ja, wir haben hier schon wieder nicht genug von diesen Dingern. Das heißt, ich gehe hier nochmal kurz auf Stopp. Achso, wir haben es ja geschafft. Gut, dann werden wir das jetzt erstmal miterleben. Weil wir diese Teilchen bekommen, indem wir Missionen annehmen, muss ich da jetzt also gleich machen. So, Konservenfabrik. Ihr habt Probleme mit Fisch. Warum gibt es hier nicht genug Fisch? Das ist die Fischerei. Gebiet gesperrt. Gut, dafür brauche ich auch diese Teilchen. Kriegt ihr auch gleich. Kann ich hier Module erweitern? Ja, könnte ich da... Das bringt also hier nichts. Kann ich nur... weg. Aber die Module kosten mich natürlich auch wieder von diesen Teilchen etwas. Und kann dementsprechend hier auch gerade nicht bauen. Also müssen wir wirklich dann eine Mission dann gleich annehmen. Allerdings werden wir jetzt hier erst einmal das abwarten, was bei rauskommt. So, die haben keine Energie. Ihr habt Warenzufuhr fehlt. Warum eigentlich? Wir haben doch hier schon drei von diesen Herstellern. Und ihr kriegt das immer noch nicht gebacken. Na ja, gut, okay, ich habe hier unten voll aufgebaut. So, was willst du mir sagen? Wareneingang zu niedrig. Das heißt, ich muss wohl mehr Aluminium besorgen. Aber wir haben hier, glaube ich, keine weitere Mine auf dieser Insel. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja. Wir haben hier keine weitere Mine. Dementsprechend müssten wir hier auf der Arktis... Doch, da ist eine Mine. Ach nee, ist auch ein... Entschuldigung, Küstengebiet. Ja, wir brauchen eine Mine. Aber die haben wir gerade nicht... Ja gut. Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. So, bemerkt, dass Sie keine Bauplätze zur Verfügung haben. Ach, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, wenn du mir das nicht gesagt hättest. So. Hier ist sie immer noch mit 2 Minuten. Ich weiß nicht, ob das aufhört zu triggern, wenn ich jetzt praktisch so ein Event annehme. Müssen wir mal schauen. So, im Moment kann hier auch kein weiterer aufsteigen. Wir können aber mal kurz Treten gucken. Sie ein. Konservennahrung. Ja. Wir könnten natürlich eine weitere Fischerei erstmal bauen, weil ich glaube, dafür brauchen wir kein Sach schon von diesen Petrochemikalien. So. Und dafür können wir hier wenigstens wieder ein paar Häuser hinbauen. Nein, weg. Ich muss mal kurz wieder gucken, wie wir die Häuser am ungeschicktesten bauen. So, dass wir am meisten was von haben. So. Und 1:17 müssen wir auch noch rumkriegen. Ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. So, in der Zwischenzeit können wir uns hier mal angucken. Wir brauchen hier für Wissenschaftler 250, kriegen wir. Für die Korallenfarm brauchen wir 500, benötigt Küstenbauplatz. Ich gucke nämlich nur gerade mal, wo wir was für brauchen. Küstenbauplatz, Superkühler? Ja klar, auf der Arktis braucht man Superkühler. Gefrierraum. Okay. Nein, ist schon okay. Ich weiß, das wird man wahrscheinlich alles jetzt hier für die Raumstation dann brauchen.
Aber es hört sich jedenfalls lustig an. Das müsst ihr zugeben. So, Gaskraftwerk. Ah, gut, damit kriegen wir also mehr Energie. Methaneis verbeißt. Methaneis. Das hier ist Methaneis, genau. Okay, gut, in Ordnung. So, 21 Sekunden. Wie sieht's hier aus? Wir brauchen 250. Okay, aber wir haben jetzt erstmal hier. Taten statt Worte. Werben Sie Wissenschaftler an? Ja, gut, okay. Komm, diese 10 Sekunden kriegen wir hier auch noch rum. Und wir sollten vielleicht für das Logistikzentrum hier mal die Straße weitermachen. Damit die überhaupt... Sie haben den Auftrag ganz vorzüglich erledigt. Genau, dachte ich mir. So, damit haben wir das erledigt, sind schon wieder im Minusbereich. Warum sind wir so im Minusbereich, Leute? Sagt mir das doch mal. Ich dachte, wir wären eher im Plusbereich nach dem, was wir hier an Wohnraum geschaffen haben. Aber nein, wohl eher weniger. So. So, hier haben wir noch ein paar Wärmequellen. Das heißt, hier könnten wir noch 2 Häuser hinsetzen. Ich weiß, das hier hat keinen... Geht nicht weiter runter. Oder? Ging doch eben gerade weiter runter. Oder? Sah eben gerade so aus. Nee, geht doch nicht weiter runter. Dann müssen wir hier noch... Ich muss mal gleich gucken, ob man das gegebenenfalls weg... Straße. Ne, weiter nach da kann man es auch nicht setzen. Dich kann man da hinsetzen. Komm, wir setzen dich noch eins weiter hoch. Achso, da hast du dann schon wieder keinen... Also wie man es macht, macht man es hier verkehrt. Aber gut, okay, wir setzen die hier einfach eins weiter. Ups. Ich hoffe, dass das jetzt nicht zu viel... sag mal, wollt ihr wohl? Genau, so. Sollte aber immer noch genug Wärme... gut, okay, die hatten keinen Einfluss auf die Wärme. So. Dann hier runter. Dann habt ihr auch eure Straßenverbindung. Sag mal, ich dachte, ich hätte hier eine Straße hingebaut. So. Nee. So, jetzt haben wir da eine Straße hingebaut und diese Gebäude können wieder ein Stückchen runter, komm. Und ihr auch noch ein Stück, komm. So. Sehr schön. So, automatische Beförderung ist okay, ist aktiviert. Hier steht es bei 5, sag mal, ist doch nicht wahr. So, wir gucken nach weiteren Wohnungen. Ich weiß, ihr jammert schon wieder, weil wir haben keine Straße. Ihr kriegt hier gleich eine Straße, glaubt mir. So, ich guck mal kurz. Warte mal, hier werden wir auch die Straße etwas anders machen. Hallo, ich wollte... Ja gut, man sollte auch den richtigen Button dafür drücken. So, ich weiß, ihr habt keine Verbindung mehr, aber ihr kriegt gleich wieder eine. Aber ich werde die Straße hier hochziehen. Dann hier rum. Dann so rum. So, dann sind die hier nämlich auch schon mal besser dran. Und da können wir noch eine Wohnung hinsetzen. Und hier die Straße. Rocks. Ja. Würde das was bringen? Da könnte man zwar noch hinsetzen, allerdings... Nee, gerade nicht so wirklich. So, sehr schön. Wir sind jetzt also wieder im Plusbereich. Das heißt, wir können wieder Aufträge annehmen. Ich habe leider annehmen. Wenig Zeit. Ja, doch. Anthony Goodwin, Minister für panterrestrischen Handel. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Okay, gut, warte mal, wir haben hier unten natürlich noch Aufträge. Seht ihr, jetzt haben wir da die Aufträge. Und dann... Ich habe da was im Netz gefunden, das dich interessieren dürfte. So, finden Sie einen angestellten Schneepflug auf einer beliebigen Insel? Ja, nehmen wir an. Wir kriegen dafür Credits. Ein Problem weniger, das uns Sorgen bereitet. Okay. Und auf einer beliebigen Insel. Es wird mir natürlich nicht angezeigt, wo es ist. Ziehbares Objekt. Wie auch immer. So, wir müssen nach dem Schneepflug gucken. Das
kann jetzt auf irgendeiner x-beliebigen Insel drauf sein. Es kann natürlich auch auf unserer sein. Hier haben wir dafür wieder ein paar Rohstoffe. Metallschaum. Da, 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 da. Aber wir gucken erst einmal. So, da haben wir ein Flugzeug. Stand da was? Fahrzeug nutzen zum Abschließen eines Auftrags. Ach so. Ja, den Auftrag, den haben wir aber gerade nicht. Oder doch, den haben wir schon, aber da sind wir gerade nicht dran. Wenn Sie hier sind, wer kümmert sich dann um das Problem? Ich kümmere mich um das Problem. Also jetzt Ruhe. So, dem habe ich jetzt gegeben. Wir gucken in der Zwischenzeit weiter genüsslich nach dem Schneepflug. Aber es gibt immerhin ein paar Credits dafür. Ach, wir sind auf unserer Insel angelangt. Hallo Insel. Dem ist noch kalt. Geh mal weg. Ja, bis jetzt suchen wir noch eifrig. Hätte ich hier drüben schon geguckt? Metallschaum. Nochmal Metallschaum. Wo haben die den Schneepflug versteckt? Das finde ich jetzt nicht lustig. Das letzte Mal hatte ich per Zufall das gefunden gehabt, was die gesucht haben. Hatte ich eigentlich auf irgendwas anderes wahllos klicken wollen. Was bist du eigentlich hier überhaupt? Kanalkontrollpunkt, okay. Kontrollpunkt, das macht mir schon wieder Sorgen. So nach dem Motto, als wenn dann so ein wie Art Capture the Flag oder was auch immer so ein Punkt dann kommt, den man dann einnehmen muss. Hast du dir schon überlegt, ob du mit mir Geschäfte machen willst? Ja, hab ich schon, aber ich suche erstmal einen Schneepflug. Wenn du mir dabei hilfst, den Schneepflug zu finden, dann können wir über Geschäfte reden. Da, 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 da ist was. Deine Taten haben sehr viel Traffic im Netz ausgelöst. Der Grundtenor ist jedoch positiv. Na, sehr schön. Das geht mir schon einige Zeit im Kopf rum. Okay, nee, danke, das möchte ich nicht. Ich habe keine weiteren Kriegsschiffe und mein Kommandoschiff wollte ich nicht hergeben. Meine Stärken liegen woanders, aber vielleicht ist das was für dich? Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin. Ach, guck mal, dafür kriegen wir 5 Stück. Beladen Sie mit Konservennahrung. Obwohl, nee, nehmen wir gerade nicht an. Heidi, weil... Oh, da draußen ist es schweinekalt. Warum kommst du nicht rein und taust erstmal auf? Nee, danke. Ist mir ein bisschen zu teuer. So, ihr braucht hier oben Konserven. Ja, Angestellte benötigen mehr Ware. Daran arbeiten wir jetzt, weil wir werden jetzt... Wird hier nicht... Ja, Fisch, klar, natürlich. So, wir arbeiten jetzt dran, einen Auftrag abzuarbeiten. Wie toll, wir arbeiten dran, einen Auftrag abzuarbeiten. Und, Sie werden alle Kräfte aufbringen müssen, die Sie haben. Das wird gefährlich. Ich weiß nicht, wollen wir langsam in den fortgeschrittenen Modus? Ich weiß es nicht, so ein Schiff-Upgrade verfügbar. Diesmal ist es nicht verfügbar, ich habe gelernt, weil wir nicht genug Kohle haben. Also ich vermute, das Schiff hier wäre das dann. Upgrade auf Veteranen-Spark können wir aber nicht, weil, wie gesagt, wir haben nicht genug Kohle. So, wir gehen wieder auf Standard, weil das geht dann schneller, dann haben wir das schneller hinter uns. Den nächsten Auftrag, der hier ist, den werde ich dann mal ohne euch spielen, weil ich glaube, das ist irgendwie langweilig, wenn man die ganze Zeit irgendwie die Kämpfe hat. Obwohl, ich hätte natürlich auch gerade noch was anderes machen können, so zwischendurch. Okay, wartet, ich mache hier erstmal was anderes, den Auftrag nehme ich danach an, mache ich danach weiter. Bist du daran interessiert, Aufträge für meine anderen Kunden zu erledigen? Ja, sie warten. Ja, so, für meine anderen Kunden... Ist aber gerade nichts hier. Wir setzen normalerweise keine Gewalt ein. Aber diesmal fordere ich Sie ausdrücklich dazu auf. Okay. Wir setzen normalerweise keine Gewalt ein. Ja gut, okay, gut. Das hatten wir ja schon das letzte. Hatten wir ja eben gerade geklärt. Wie gesagt, das mache ich dann ohne euch. Weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass es wirklich so interessant ist, jedes Mal dann die Kämpfe hier zu beobachten. So, schleppen Sie Wissenschaftsschiffe. Genau, okay, das ist das Ding. Warte mal ganz kurz. Das hier sind die Wissenschaftsschiffe. Da. Im Gange. Das ist nämlich der Auftrag. So, was macht unsere Raumstation? Können wir gerade nichts upgraden? Es gibt nicht ausreichend Ressourcen, um dieses Upgrade durchzuführen.
So. So, Fahrzeug nutzen. Geh schon. Und erledige es einfach. Ja, doch. So, das muss hier runter. Ich vermute mal, ich kann immer nur ein Schiff auf einmal machen. So. Dann schippert das da mal runter. Ich gucke, was die hier oben Schönes machen können. Oh, die da oben hätten gerne etwas mehr Wärme. Komm, dann ziehen wir euch mal um. Da, da, da. So, da solltet ihr Wärme haben. Sollte also definitiv einfacher für euch sein. Können wir hier noch? Nee, da können wir wieder was bauen. Sehr schön. So, hier unten das Schiff hat fertig, oder? Wo ist unser Katamaran schon wieder abgeblieben? Hallo, Katamaranchen. Koordinaten so, bestätigt. So. So. Erstes Schiffchen. Dann hierhin und dieses Schiff einfangen. In der Zwischenzeit können wir hier oben nochmal gucken. So, ihr wollt geupgradet werden. Oh, schön, Sie endlich persönlich zu treffen. Ach, ihr braucht wieder Gemeinschaft. Ihr habt hier keine Gemeinschaft? Das heißt, die Gemeinschaft ist hier wohl zu weit weg. Okay, dann müssen wir das hier... So. Dann müssen die das so machen. Ach, dann haben die da gar keine Verbindung mehr. Das ist natürlich auch bescheiden gerade. Wartet mal, ich gucke nochmal ganz kurz etwas. So, da haben wir das Gemeinschaftsgebäude. Problem ist, die Straße würde da unten nicht weitergehen. Und hier oben, das Haus will ich nicht einreißen. Gut. Da, da, da. Da, 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 da. So, dann komm mal her. Dann setzen wir dich hier hin. So, dann können wir nämlich jetzt hier auch wieder ein Häuschen hinbauen. Jetzt aber nicht das, was ich eigentlich vorhatte. Und hier das Gemeinschaftszentrum hinsetzen. Ich hoffe ja, dass das jetzt was gebracht hat. So, da können wir wieder was einsammeln. Warenzufuhr fehlt. Ja, ich weiß. So. Hier müssen wir erstmal das Schiff wieder abschleppen. So, da, das da. So. Und hier runter. Volle Kraft voraus. Es bringt nichts, das Ding jetzt schon anzuklicken, dass der das halt eben dann macht, weil der verliert das dann praktisch sozusagen wieder. Macht dann nicht weiter. So. Wissenschaftler. Da, 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 da. Hier seid automatisch auf Beförderung. Wie sieht es hier mit Waren aus? Konserven sind niedrig, Aluminium ist niedrig, Fisch ist niedrig. Ja, das kann ich nachvollziehen, dass der Fisch niedrig ist. Aber dafür brauche ich erstmal wieder diese Teilchen. Und die werde ich euch bald besorgen. Keine Sorge, meine lieben Leute. Und warum sind wir schon wieder hier im Minus, Leute? Hey! Ich dachte, ihr hättet hier genug Wohnraum. Sprich, dass ihr hier genug anschaffen geht. Nicht anschaffen, das ist das falsche Wort. Ihr wisst schon, was ich meine. Hoffe ich jedenfalls. So, 510. Wir müssen erstmal hier runter wieder. Ich muss also wieder gucken, dass ich jetzt... Habe ich den jetzt doch schon abgegeben? Volle Kraft voraus. Oder hängt das Ding noch hier oben? Och, der hängt ja noch da oben. Ich habe den doch eingesammelt. Oh. Wohl nicht. So, hier hinten können wir auch wieder Aufträge annehmen. Wenn du das tust, wird was passieren. Was Gutes. Oh, gut. Was genau Gutes. Ja, wir kriegen Geld. So, wo sind die Container? Die sind da hinten. Gut, die nehmen wir dann nachher auf den Rückweg mit. Das ist jetzt also sozusagen eine kleine Time-Quest, die wir hier haben. So. Er sammelt ein. Und schnell hier runter. So, ich mache den Auftrag hier mal an, damit wir das sehen. Ich dachte, das wäre ein Time-Quest. Aber wohl doch nicht. Dann habe ich mich wohl eben gerade dann etwas verguckt. Aber auch gut. Können wir auch mitleben.
Aber jedenfalls kriegen wir dadurch dann gut Geld rein. Und ich muss dafür sorgen, dass wir hier oben auch wieder gut Geld reinbekommen, indem wir wieder ins Plus kommen. Sups. So. Sie haben gute Arbeit geleistet. Mhm. Wir sollten in Betracht ziehen, Sie zum Partner zu machen. Oh, das ist lieb von mir. Mir wurde gesagt, dass ich Sie hier finde. Ich habe einen Auftrag, der Ihre Kragen weiterhaben sollte. Ja, besitzen Sie eine Energiebilanz von 300? Haben wir, weil wir haben nämlich gerade im Moment sogar 500, deswegen ist das vollkommen okay. So, während ihr hier unten einsammelt, gucke ich mal ganz kurz, wie ich das hier mache. Wenn ich das Ding verschiebe, ist das hier auch noch im grünen Bereich. Für die Wohnung. Ja, sehr schön. Das heißt, ich könnte das Ding eigentlich auch rein theoretisch... Warte mal, wir können... Ja, ja, ist ja gut. Ach, jetzt ist das Ding weg. Ach, das ist fest mit damit verbunden. Ach, was bin ich blöd. Also ich kann die Dinger doch drehen, weil man muss nur einfach die andere Taste drücken. Weil wie gesagt, so, dann setzen wir das Ding hier hin. Und so, das Modul ist zwar eben gerade flöten gegangen, das macht aber nichts. Wir setzen einfach ein neues. Nicht angrenzend. Ach so, ist jetzt... Kann ich das wieder umsetzen? Ja, das kann ich umsetzen. Das setze ich da hin. So, bekomme natürlich noch eine Straßenzufuhr. So, dann haben wir nämlich jetzt hier auch wieder Wärme. So, aber wir wollten hier unten ja noch Sachen einsammeln. Jux, na komm her. So, während die da einsammeln, gehe ich jetzt hier erstmal schnell und baue ein paar Häuschen. So, Straße runter. Sups. So, du hast eingesammelt und dann kannst du wieder zurück, genau, zu der geheimnisvollen Frau. Irgendwann stellt sich wahrscheinlich heraus, es ist deine Mutter. Ja, keine Ahnung. Wäre jedenfalls lustig, oder? Ein bisschen schon. So. Da kann ich nichts hinbauen. Setz mal da die Häuschen hin. Da kann ich auch nichts hinbauen. Da könnte ich hinbauen. Allerdings gibt es da keine Wärme. Gut. So, sehr schön. So gefällt mir das. So, ihr habt eins, aber euch fehlt halt eben Aluminium. Ich muss echt dafür sorgen, dass ich eine weitere Insel hier bekomme, dass ich da Aluminium noch abbauen kann. Wir bekommen ja jetzt hier gleich wieder Kohle von der geheimnisvollen Frau. Wo ist er? Da ist er. Sind unterwegs. Oder ist er das hier? Ach, nicht hier. Auf deiner Firmenseite steht was von... Hey, komm, zurück, zurück, zurück. Stockelchen, komm. Komm mal hier. Bestätigt. So. Glückwunsch. Dein Name wird jetzt im Netz andauernd gesucht. Gut, okay. Sind unterwegs. So, wir haben Credits bekommen. Wir nehmen jetzt hier nochmal einen Auftrag an. In dieser Angelegenheit brauchen wir Ihre professionelle Hilfe. Mit Metallschaum. Haben wir überhaupt so viel Metallschaum? Ich glaube nämlich nicht. Doch, hätten wir gerade... Ja, komm, den Danke. Immer. Unseren Bedenken wird hier immer Gehör geschenkt. Ich weiß nur nicht. Da benutzen sie... Also ich muss also wirklich hier hin, um diese 14 aufzunehmen. Gut. Das wird unsere Angestellten bestimmt nicht freuen. Doch, wir überziehen schon wieder. Aber das nehmen wir jetzt hier gerade noch an. So, Container nehmen. Und bringen wir wohin? So, liefern Sie nach Angestelltenschiff. Achso, darüber wieder. Genau, gut. Dann bringen wir das jetzt noch schnell zu dem Angestelltenschiff. Und dann haben wir wieder genug Kohle. Und dann können wir wahrscheinlich auch eine neue Insel nehmen. Aber in der Zwischenzeit werde ich da oben erstmal für sorgen, dass wir hier wieder Petrochemikalien bekommen. Das heißt, da werde ich dann jetzt sozusagen einen kleinen Break machen. Werde für euch sozusagen im Hintergrund die Mission spielen. Aussehen. Und ja.
Kriegen wir dann hin. In dem Sinne danke ich euch schon mal fürs Zuschauen. Ich lasse das Schiff nämlich hier stehen, gehe dann gleich auf die Mission und mache das dann ganz schnell ohne euch weiter. Und positive Bilanz haben wir da oben auch. Das heißt, alles gerade im grünen Bereich. Und dann auf bis zur nächsten Folge. Tschüss!